Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Kilometern pro Stunde ist Hurricane Isaias auf die Ostküste der USA getroffen. Der Sturm erreichte in der Nacht North Carolina. US-Präsident Trump rief in drei Bundesstaaten den Notstand aus. Gefährlich ist nicht nur der Wind, sondern eben vor allem das Wasser. Der Wetterdienst warnt vor heftigen Regenfällen, vor Überschwemmungen und Sturmfluten. Bereits auf seinem Weg durch die Karibik, hier Bilder aus Kuba, hatte der Hurricane große Schäden angerichtet.